Recht herzlich willkommen zur 22. Folge von Factorio. Ja, sind wir drin im Spiel? Letztes Mal haben wir ein bisschen was aufgebaut, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Wir haben hier noch was zum Aufbauen. Das sollen wir vielleicht mal gerade machen. Da unten geht's ja runter. Da muss die Kohle wohl auch hin. Dann wollen wir das doch mal hier verlängern. Achso, wir sind zu weit weg, alles klar. Da geht's weiter. Autospeichern war das. So. Ich will das aber noch nicht sofort dahin machen. Wenn ich das jetzt verbinde, dann läuft das da gleich unten hin. Und das ist vielleicht nicht so unbedingt der beste Weg. Da muss einer nach unten, da kommt es wieder hoch. Und da auch, und da geht's runter, dann wird da wahrscheinlich irgendwas mit Strom wieder gewesen sein. Das würde dann da bis dahin gehen, okay. Haben wir solche Teile? Nein, haben wir nicht. Aber den Strommast, den hätten wir schon mal, ne? Den machen wir doch mal dahin, oder? Bringt's aber irgendwie nicht. Warum ist, ach, da wäre noch Strom zu setzen. 1, 2, 3, 4. Ja, ich glaube, da müsste der hin, oder? Das geht irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber so geht's. Dahin. Da geht nicht. Ach so, ich bin wieder zu weit weg. Und wir haben keinen mehr. Okay. Da blinkt es aber weniger. Ach so, das wird dann wahrscheinlich, wenn ich das hier heile habe, automatisch befüllt, oder? So, dann zweimal drehen und passt. Laufen dann irgendwelche Öfen gleich. Kohle kommt jetzt hier vorbei. Ach, da oben fehlt das Förderband dann auch. Nee, das passiert alles von dem hier aus. Ach, da ist jetzt noch kaputt. E. So. Der muss gedreht werden. So. Ach so, wieder zu weit weg. So. Kohle läuft. Ja, und der kriegt auch Brennstoff, passt. So. Fließbänder gibt es hier nur in der Farbe, oder was? Ich weiß gar nicht, was das andere ist. Ist nur farblich anders markiert oder was? Ne, das läuft schneller, glaube ich, oder? Ja. Die roten sind schneller, die müssen wir wahrscheinlich dann auch erst erforschen. Wäre auch schön zu wissen, ob man das kombinieren kann, ne, oder? Geht aber. Da müssen wir wieder hin. Passt. Da unten geht alles. Hier hinten läuft es irgendwie weiter. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, was wofür war. Ich denke mal, hier hat sowas gestanden. Da auch. Ja, aber wie ging's weiter?
Vielleicht hat da auch sowas gestanden. Könnte wohl sein. Und da sieht's auch danach aus. So. Knickarmroboter da rein. Wäre so. Und so. Hier unten muss es anders gewesen sein. Wir haben gar keinen mehr. Ach so, die können weitere, haben noch weitere Reichweite. Dann lass die mal gerade da. Lass uns mal gerade ein paar Bahnen machen. Und drehen. Passt. Und, nee, Forschung nicht. So, Strom. Jo. Passt auch. Hier fehlt's noch an Strom. Gut. Die sind wohl mit Strom versorgt durch diese beiden. Ah, die haben größere Reichweite auch, okay. So, da passt's. Da fehlt er und da fehlt er. Der arbeitet fix, aber nicht effektiv. Ach so, jetzt können wir hier nee, das war die falsche Taste. So machen. Da fehlt's an. So, das versorgt. Da noch einer hin. Und hier unten fehlt so ein Teil, glaube ich, ne? Ja. Jetzt kommt auch die Kohle für den da an. Und hier vorne fehlt noch ein Knickarmroboter. Da, jetzt haben wir alle. Hier ist jetzt versorgt. Kohle kommt für die Öfen. Jetzt brauchen wir noch Material. Und das kommt von hier oben weg. Ja. Und das ist da oben. Waren wir da schon? Ich glaube, da waren wir schon, oder? Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ja, da muss die Eisenbahn fertig werden, ne? Automatisierte Zugnetzwerke sind gefragt, ne? Das müssen wir erforschen. Was waren da gerade? Ach so, das ist hier ein Ölvorkommen, okay. Das war der rote Punkt auf der Karte wohl. Und hier oben ist jetzt gleich die nächste Versorgung. Okay. Und hier brauchen wir Strom. Können wir denn diese großen Strommasten bauen? Nö. Nutzwasserpumpe, Scheinwerfer, Werkzeuge, Radar, was ist das? Eisenstange? Ne, unsere einzigsten sind diese. Gut, das bedeutet, wie weit ist das hier angeschlossen?
Da würde was gehen. Hier aber nicht mehr. Da oben würde was funktionieren. Aber die haben erstmal keinen Strom, weil die Zuleitung nicht funktioniert. Da müssen wir erstmal mit der Zuleitung checken. Und die hört hier auf. Ist der Strom da schon hin? Gucken. Nö. Es muss noch eine Unterbrechung geben. Hier ist aber noch eine Verbindung. Da auch. Da auch. Hier ist keine. Passt. Hier sehe ich überall das orange Kabel, aber hier nicht. Und jetzt habe ich keine mehr. Gut. Weiter geht's. So, da geht der Strom weiter runter. Dort verbunden. Da machen wir auch einen hin. So, jetzt müsste eigentlich da oben auch die Verbindung stehen, ne? Ja, wir könnten mit dem Auto dahin fahren, ne? Jetzt weiß ich gar nicht mehr die Taste zum Einsteigen. Ach guck mal, da können wir auch Klamotten reinpacken, das ist ja noch schöner. Züge können nicht geteilt werden, du bist nicht im Fahrzeug. Tja. Oh. Holy Fire, Mark Jacek. Eine schöne Übersichtskarte, oder? Da kann ich zu. Nee. Ach so, da ist das da unten, alles klar. Das geht auch mit den Tasten, war das? Nee. Vielleicht haben wir das, ne? Das ist ja nicht.
Tür kann nicht geteilt werden. Das war die Map. Ah, einfach Enter, ey. Oh, ich glaube, wir haben gerade unser Auto ein bisschen kaputt demoliert. Interessant zu fahren ist das Ding. Okay. Gut, das würde bedeuten, wir müssten erstmal von Hand das Ganze machen. Oh. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir eine Straße bauen. Oder wir fahren einfach auf der Schiene, das geht auch, ne? Die tut ja nicht weh. Jetzt lädt er, ne? War klar, dass ich da eine Macke reinfahre. Oh. Das mit dem Fahren ist nicht so einfach, ne? Aha. Da unten fehlt's noch. Dann steigen wir mal aus und reparieren das da unten gerade, oder? Was war das denn hier? Geschütztürme? Ja, das heißt, die funktionieren eigentlich. Das ist schon mal was wert. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir Strom hier hin haben. So. So. So, das passt schon mal. Da oben wird gearbeitet. Gut. Ist hier noch mehr zu entdecken? Ich glaube nicht. Oh. Oh, da haben wir aber Glück gehabt, ne? Dass das hier schon alle funktioniert. Was macht das denn jetzt? Ach, das packt ein, ne? Jo, in die Kiste rein. Das heißt, wir brauchen das jetzt mal hier. Was ist das? Holzbohlen, okay. Ja, der Kofferraum ist natürlich riesig, ne? Okay, das klappt dann mit dem Fahren jetzt schon besser, ne? So. Wo ist hier irgendwo ein Geschützturm? Ah, ich lasse mal hier stehen, das passt schon. So, jetzt haben wir ausgepackt. Und... ja, ich würde jetzt ganz einfach sagen, da ist doch eine Kiste, oder? Packen wir das erstmal da rein und gucken, was passiert. Der lädt aus. Wie erwartet. So, der zweite Roboter, der packt schon mal falsch da durch die Gegend. Der packt auch falsch. Das bedeutet... ach so, da ist auch kein Strom.
Und der packt auch nicht aus, ne? Da unten ist noch einer. Und da ist auch noch einer, der kann auch weg. So. Da passiert jetzt auf jeden Fall was, ne? Gut, wir kriegen jetzt auf jeden Fall hier schon mal was hin. Jetzt müssen wir uns nur hier angucken, was wir produzieren wollen, ne? Bauplan für die Montage. Befeuerter Dampfgrill, Schmelzofen, haben wir alles. Förderbänder werden auf der einen Seite nett, aber wir wollen erstmal was für die Forschung tun eigentlich. Warte mal. Was brauchen wir für die Forschung? Wo war sie? Hier war sie. Machen wir erstmal Zahnräder. Und die sind wo? Da. So, jetzt produzieren wir Zahnräder. Das ist schon mal gut. Aber die müssen wir noch abnehmen, ne? Aber, ich sag mal, das werden wir dann in der nächsten Folge machen, wenn wir hier zusehen, dass wir unser System weiter voranbringen, ne? Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.